Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Battle Cats. Wir erhalten unser Cat Food, wie immer, das kennen wir ja, Karte, dies, das. Ja, Rich Cat einmal, kennen wir alles schon. Wir aktivieren die Cat-Kapsel und ich habe herausgefunden, aus dieser hier ist es sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass wir was Neues freischalten. Wir könnten hier fast nur, wie heißt es, die freischalten, die wir haben, oder eins von diesen Tau. Also wir können entweder das alles haben, was hier ist. Eins von dem allen können wir hier kriegen. Mit sehr viel Glück eine neue, aber... Und bei der Rare Cat Capsule, da können wir neue freischalten. Die kosten aber entweder 30 Cat Food oder für 11 mal 750 Cat Food. Aber erstmal warten wir ab und wir machen erstmal das hier. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass hier was kommt, habe ich herausgefunden. Deswegen ist es jetzt kein großes Thema. Aber wenn man die Titan Cat schon hat, wie viel XP wäre die wert? 24 nur? Zu Storage. Also wir haben eine Titan Cat, das ist sehr geil. Titan Cat und Lizard Cat gefällt mir. Gefällt mir. Dann, wir gehen auf Upgrade. Was haben wir Health letztens fertig bekommen? Ja, haben wir. Lizard Cat war unser Ziel, sobald ich mich noch erinnern könnte. Und da wir Hell fertig haben, wir waren zuletzt bei Las Vegas. Und los geht's. Ich muss euch am Ende noch, ich zeige euch erst nach dieser Runde. Also Las Vegas, natürlich als Casino. Wir machen unsere drei typischen Katze-Mieze. Die kennen wir ja schon. Okay, ich glaube, jetzt könnten wir noch zwei, drei Tank-Cats setzen und die sollten es verteidigt bekommen. Also, die können es immer sehr gut verteidigen. Und die sind noch Level 1 oder 2. Das ist das noch krassere. Das ist das, was ich gemeint habe. Ihr müsst die nicht unbedingt upgraden, damit sie richtig stark sind. Später müsstet ihr das machen. Aber erstmal könnt ihr sie so lassen, wie sie... Oh Gott, sorry. So wie sie sind. Und ich hoffe, die hitten den Turm nicht an, weil ich habe keinen Bock, dass dein Boss jetzt rauskommt, der etwas gut ist. Also wir haben die Cat Cannon, also jetzt gleich. Yep. Deswegen, falls wir sie brauchen sollten, alles im guten Bereich. Wir setzen noch ein Dings. Oh Gott, und es scheint, als ob ein Boss kommt, weil es kommt gerade nur Scheiße raus. Bedeutet, wenn ich den Turm jetzt anhitte, die Musik hat sich geändert. Warte kurz, ich mache lauter. Ich bin raus. Ich habe zwar schon erwartet, dass was kommt, aber ich glaube, okay, der Laser war sogar voll wack. Alter, Scheiße. Das sagt man nicht. Nee, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich hätte mehr warten sollen, bevor ich den Turm anschlage. Das werde ich safe verlieren, also. Kann ich jetzt schon sagen. Der hat sogar die gleiche Range wie... Oh mein... What? Hat mein Lizard Cat ihn gerade zurückgenockt oder hat er jetzt die Hälfte des Lebens verloren? Die Lizard Cat lebt noch. Ey, okay, wenn wir das... Also ich dachte, er wäre jetzt ziemlich OP. Aber der wurde zweimal zurückgenockt, also... Eindruck bisher... Schlecht. Aber mal gucken, mal gucken. Der ist hier noch nicht tot. Also der kann noch was rausholen. Laserspam. Ja, damit töten wir alles andere mit. Die Lizard... Okay. Ne, der ist tot. Der ist tot. Und wir haben... Okay. Also der Bär war jetzt... Also ich habe voll viel... Ich hab mich daran erinnert. Ich habe nur nichts gesagt, um es spannend zu halten natürlich. Aber... Ich habe jetzt extra keine Titan Cat gesetzt, weil ich Glock gegen Titan Cat verlierte, weil das war sowas wie Nashorn, nur brutaler mit dem Schaden her. Okay, dann war es das jetzt, oder? Wir können ja die ersten vier immer noch weiterhin setzen. Aber ich glaube, das war's. Okay, Las Vegas haben wir doch noch hinbekommen. Nachdem der Bär rauskam, dachte ich, wir verkacken. Und dann, ja, vielleicht kommt ja noch einer. Ich hoffe mal nicht, aber man kann es nicht wissen.
Ja, okay. Jetzt war es das auf jeden Fall. Ja, komm. Was soll da noch kommen? Hier, Cats in the Box, noch mein Favorite gerade immer noch. Sind zwar nicht auch stark genug, aber die sind sehr hoch bei mir in der Liste. Normal Slot Machine. Kommen wir zu dem, was ich euch zeigen möchte. Zuerst graden wir kurz die Lizard Cat ab, weil wir können es einmal upgraden. Schön. Aber was ich euch zeigen wollte, und zwar, wenn wir auf Menü gehen, sehen wir Treasure, ja, also Schätze. Und zwar hätten wir jetzt hier, das hier ist von From Korea, seht ihr unten in der Mitte. Das hier ist From Cambodia, und das ist von Mongolia. Und was man kriegt, ist was ganz Besonderes. Ich kann gucken, ob wir schon eins haben. Da muss man alle Medaillen machen, egal ob Kupfer oder nicht. Also Kupfer oder Gold. Gold ist das beste, Kupfer nicht, aber es ist egal. Nee, ich kann jetzt nichts zeigen. Aber wenn man alle hat, also nicht alle, wenn man eins hat. Zum Beispiel sagen wir haben die drei hier. From Germany, from Monaco und from Italien. Dann kriegen wir hier was. Collect all these treasures to increase the health of your base. Dann kriegen wir mehr Leben auf unserer Base oder sowas. Oder collect these into increase of XP when you clear stage. Hier kriegen wir mehr XP zum Beispiel, wenn wir Ghana, Russia und Greece eliminieren. Und man kann hier so Bonus-Sachen holen. Die würde ich alle holen, bevor wir zum letzten Level gehen, weil wir haben bald alle Länder durch. Das kann ich ja schon mal sagen. Aber bevor wir die durch haben, würde ich gerne noch dann was machen. Da kommt instant ein Stinks raus, okay, Tank Cats. Erstmal nur Tank Cats. Weil die kosten nicht extrem viel und halten gut aus dafür, was die sind. Und weil hier Bosse rauskommen, schätze ich mal, es kommt kein krasser Boss raus. Oder kein neuer, kann man auch sagen. Ich meine, wir könnten auch die anderen setzen. Würde es eigentlich, glaube ich, besser machen sogar. Weil die kommen langsam voran, aber jetzt sollten sie nicht so schnell vorankommen. Aber es kommt halt nichts hinten dran, das ist noch besser. Zurück können wir. Ja, einer wurde zurückgenockt schon mal, das ist gut. Erstmal ein bisschen ein paar Sachen mehr setzen. Wir machen hier gerade nicht wirklich Plus, also nein, wir schaden den hier nur. Ich glaube, das kann sogar ziemlich gut werden. Also wahrscheinlich, wenn ich die töte, kommen neue raus, aber wenn ich die töte, dann habe ich erstmal wieder mehr Cash, weil ich den krieg von denen ja. Ich kann sogar eine Nunchakus-Katze setzen, soll sie noch einfacher töten. Weil wir gleich sogar noch lasern können, das ist das noch krassere. Mal gucken. Ja, die sind beide tot. Zum Glück habe ich die Titan-Kenner nicht gesetzt. Weil das wäre jetzt ein sehr großer Fehler. Lizard Cat haben wir 1 upgraded, sollte noch mächtiger sein als letzte Runde. Ob das was ändert, ich weiß es nicht, ich denke nein. Wir müssen nur Normal Cat setzen, wegen noch einer ich nenne sie jetzt Großkatze oder Langfußkatze, weil es ist wirklich behindert, einfach Großkatze zu nennen. Känguru. Ich hoffe, das Känguru wird angegriffen. Weil das ist ja das, was weniger HP, also Leben hat. Ich brauche eine Titan-Kette auch, fällt mir ein. Ja, jetzt können wir eigentlich immer. Oh mein Gott, nein. Jetzt kann es auch kritisch werden. Ich muss noch eine Spuckerkatze reinsetzen gleich. Direkt rein, direkt rein. Titan Cat ist weg, das sind zu stark. Diese zwei zusammen sind zu overpowered. Ja, die
Zwei, die kann ich aber auch nicht bekommen, das ist doch nicht normal. Ich mache ja nicht mal wirklich plus Geld, falls ich die ganze Zeit spamme, das ist noch schlechter. Reicht's aus, aber wenn ich die anderen zwei setze? Nein, da kommt die auch nach vorne. Großkatze, damit die Motte vielleicht stirbt, weil die hat... Nein, natürlich nicht. Ey, das ist gerade nicht wahr. Gewinne ich das noch oder nicht? Ich sage nein. Aber ich halte mich gerade noch gut, weil ich guck koordiniert. Kommt nur die Frage, wann sie den Turm anschlagen. Also ich könnte mit Only Laser versuchen zu surviven. Oh mein Gott, ein Kangaroo kommt raus, aber das hält mich jetzt nicht auf. Oh mein Gott. Das wird nichts. Das glaube ich nicht. Nein. Nein, 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 nein. Das Känguru wird jetzt alles zerstören. Das ist zu schnell. Das Känguru ist zu schnell. Es muss jetzt direkt sterben dafür, dass es noch was wird. Und da ist noch meine Spuckerkatze. Okay, das kann sein, dass das noch stirbt dann. Ist es gestorben? Noch ein Elefant kommt raus. Die Mod ist down. Wir können neues setzen. Okay, hier kommen nur Bosse raus, aber so wie ich sehe. Wir setzen Laser effektiv ein. Ich hoffe, der hat den. Ja, gut, 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 gut. Noch eine Spuckerkatze. Rein damit. Känguru muss weg. Aber Mott ist das wirklich Schlimmste gerade, was kommen könnte. Ich hoffe, die kommt nicht mehr. Ich hoffe, es ist Tatsache. Känguru ist tot. Titan Cat rein. Spockerkatze rein. Gorilla kann kommen. Elefant ist down. Teure Sachen brauchen wir. Wir brauchen teure Sachen. Wir haben nichts mehr. Cats in der Box. Zombie Cat. Gerade kommen wieder schlechtere Bosse. Crosskatze. Robbe kann nichts mehr. Konnte mal was. Robert down, wir sind fast wieder full cash. Nochmal Cats in der Box. Wir müssen gleich direkt lasern, ja. Und gewinnen wir das noch? Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Weil ich habe mir Mühe gegeben für dieses Level. Es war sehr, sehr schwer. Nein, also es war anstrengend für das, was ich habe. Aber ja, okay. Hollywood besiegt 20.000 XP. Missions. Wir kriegen 20 Cat Food für die Bondage Cat, wenn wir sie holen können demnächst. Und ein Level Up für die Lizard Cat. Huch, noch eine Round, dann schätze ich mal, haben wir sie wieder Level Up in Level 9 dann schon. Da fehlt noch eins für Level 10. Alaska. Oh Gott, das kann ja noch was werden. Oh mein Gott. Digga, nee, 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 nee. Was ist das? Ich muss instant. Alles klar. Poro-Kette, ich brauche Flächenschaden. Alles klar. Ich brauche noch eine Poro-Kette, am besten noch eine Dings-Kette. Die geben aber schon gut Geld. Also wegen Geld werde ich mich jetzt nicht beschweren, falls es der Fall sein sollte. Poro Cat kann wieder rein. Nun Chakos Cat auch. Bitte neue. Noch eine Horde, noch eine Horde. Nicht den Turm angreifen, das wäre blöd. Falls der Turm angegriffen wird, ich setze jetzt nur normale Katzen noch.
Natürlich, was dachte man denn? Boah, der Bär wurde ja zurückgenockt wie noch was. Aber wenn das Schwein da noch stirbt fürs Geld, na schade. Großkatze kann rein. Ich glaube, Titan Cat ist nutzlos dagegen Bär. Ja. Gegen Bär ist er nutzlos, aber so dachte ich es mir auch am Anfang. Aber gegen Reichweite ist er auch, ist der Bär nutzlos. Das sind zwei Bären, glaube ich sogar. Einer ist dead, deswegen sind wir full. Titan Cat einfach so rein, weil wir full sind. Was Tolleres. Cats in der Box, vielleicht bringt die noch was. Die haben nichts gemacht, die Cats in der Box. Bär ist zurückgenockt worden. Und der Bär ist gestorben. Titan Cat, Titan Cat, Titan Cat. Setz die. So, Cats in der Box nochmal. Cross-Katze nochmal rein, das alles rein. Motte kommt, okay. Brauchen noch eine Spuckerkatze dann. Kriegen wir die Motte noch down? Das wäre geil. Zurückgenockt auf jeden Fall noch. Ich glaube, die greifen den Turm an und nicht die Motte. Ich weiß halt nicht, ob das gut jetzt ist. So das Problem, was ich gerade habe. Aber jetzt greifen sie auf jeden Fall die Motte an. Die Motte ist down. Wir können Titan Cat D setzen. Komm schon. Nicht mehr lange. Der Turm hat weniger als 2000 Leben. Das kriegen wir ja wohl hin. Ja, okay, wir haben es hinbekommen. Oh mein Gott, Turbo Achievement, was es gerade war. So, Lizard Cat auf Level 9. Und noch ein Level ab. Braucht sie. Hawaii wäre das nächste Ziel. Mal schauen. Oh mein Gott, noch die Round und danach gehe ich weg. Deswegen, ob gewinnen oder verlieren, ist jetzt, kommt drauf an. Wir bräuchten eine Lizard Cat, weil die ist, glaube ich, mächtiger als Titan Cat mittlerweile. Und das meine ich ernst. Unsere Base hat auch eigentlich genug Leben. Wir könnten sie sogar dran lassen, kurz. Und dann die Lizard Cat setzen. Genau. Boah. Alter, so hätte ich die Lizard Cat früher gesehen, gerne. Warte mal entspannt, bis wir noch eine setzen können. Dann setzen wir noch eine Lizard Cat. Schön. Laser noch einmal durch. Dann, damit Nashorn da stirbt. Der Nilpferd, so. Hab kurz vergessen, wie es hieß. Paar Pingus kriege ich down. Muss nur ein bisschen warten, aber die sterben schon. Gorilla kann schon anders da werden, aber ich glaube, die sterben noch gut. Ja, das stirbt alles noch sehr gut. Noch eine Lizard Cat rein. Die Robbe kann auch, glaube ich, nichts mehr machen mittlerweile. Damals vielleicht. Oder? Nee, nichts mehr. Die Robbe war mal was sehr Besonderes. Wir können gleich die in Elefant. Okay. Stirbt der schnell weg? Wegen der Lizard Cat auf Level 10 fast. Noch eine Lizard Cat würde ich sehr gerne schicken können. Danke.
Nach Lizard. Ja, das ist to. Oh mein Gott. Wir können nichts mehr setzen. Zu viele Bosse, die zu schwach sind für Geld. Ah. Ja, das haben wir gewonnen. Also, wenn wir das verlieren, wundere ich mich. Nashorn kommt noch, aber das bringt nichts mehr. Es ist zu spät alles. Jetzt kann nichts mehr aufhalten, außer dass es was Neues, Brutales. Das Nashorn kann nichts unternehmen. Es ist tot. Greifen die Base weiterhin an. Bär vielleicht, aber der wird auch nicht viel bringen. Der wird halt stärker. Ja, fertig. Gegen das. Schnell. Und leider war das die letzte Runde, weil dadurch haben wir Lizard Cannon nicht durchbekommen. Warum es die letzte Runde war? Weil jetzt Moon kommt. Was ich zu Moon sagen will, Moon ist das letzte Level, was wir brauchen für Kapitel 1. Dann beginnt Kapitel 2. Und nach Moon wird alles anders da sein. Deswegen freuen wir uns schon mal drauf. Weil in der nächsten Folge mache ich Moon. In der ich habe vergessen, Gamadotto uns anzuschauen. So. Wir haben ihn gar nicht geschickt letztes Mal, okay. Dann schicken wir ihn los mit seinem Minion da. Und mal schauen, was er findet. Lizard Cat, bis wir sie upgraden, sind 34.000. Bedeutet, uns fehlen 6.150. Ich weiß nicht, ob ich dazu genug Energy habe, wenn ich jetzt unten spiele. Also, weiß jetzt nicht, ob South Africa zum Beispiel genug geben würde, wenn ich das jetzt besiege, aber ich werde das jetzt kurz machen. Und ich mache einen Cut dann. Ich werde jetzt ein paar Level spielen, wo ich die Medaillen am besten noch nicht habe, zum Beispiel Gunner. Und danach, wenn ich genug XP habe, hoffentlich komme ich wieder. Oder wenn ich fertig bin, dann seht ihr mich hier wieder. Bis gleich. Okay, da bin ich, Leute. Anscheinend hat eine Runde gereicht schon. Hätte ich aufnehmen können. Ist jetzt aber nicht schlimm. Und zwar graden wir Lizard Cat jetzt auf Level 10. Congratulations for reaching Level 10, the Cat Changing Class. Genau, sie ändert ihr Aussehen jetzt. Bam, Dragon Cat. Sie hat die gleiche Funktion, sieht anders aus. Wir sehen sie jetzt in der nächsten... gucken sie uns die Folge noch an. Davor werde ich kurz auf Storage gehen. Und wir benutzen die. Yes. Wir werden jetzt ganz kurz auf ein Level gehen, was wir noch nicht hinbekommen haben mit... wie heißt es? Trophäe da. Wir können ja gucken, bei welchen wir sogar sehr nah dran sind. Bei Treasure. Hier fehlen uns noch viele. Ich würde gerne die Folge, wenn es geht, noch eins freischalten. Aber ich glaube, es gibt keins, wo eins fehlt, oder? Die sind zu weit weg. Oh, doch, wir haben eins sogar freigeschaltet. Da musste man nur Alaska gewinnen. Cat Cannon Reaching Speed Increased. 66% mehr Damage, glaube ich. Dann lass einen zu den ersten gehen, weil... Ja, das ist dort, man. Lass einfach Chino nehmen. Dann lass einfach ganz weit zurückscrollen bei China. Und ich habe herausgefunden, Lifehack, ihr könnt drauf gedrückt halten, um zu sehen, welche Bossgegner es in diesem Level gibt. Mal schauen, ob das auch bei Moon klappt, dann könnt ihr schon mal sehen, was es da gibt. Nein, also bei neuen Levels könnt ihr das nicht machen. Ich hätte jetzt hier drauf drücken können, damit ich sehen kann, was hier rauskommen kann. Also wenn ich es schon gemacht habe natürlich, bringt also nichts. So, wir greifen China noch an mit Dragon. Kostet genauso viel, alles gleich, nur stärker und sieht anders da aus. Ihr seht schon, es ist ein bisschen vergoldeter, vergelbter als normal. Ist jetzt Level 11, wegen dem Plus 1. Aber mal gucken, ob der reichen wird eigentlich, um zu gewinnen. Ne? Ich schätze mal schon. Aber wir können ja hier sehen, wie er angreift und so nochmal. Das wäre jetzt erstmal, Dragon wäre jetzt erstmal auf Max. Hier seht ihr ihn auch nochmal. Wir können ihn irgendwann noch erweitern auf Level 30, 40, noch viel mehr. Aber erstmal können wir nur 10 machen. Dafür müssen wir nämlich viel weiter sein.
Er funktioniert gleich, wie ihr seht. Er ist nichts, es hat sich nichts geändert, großartig an ihm. Er sieht halt geiler aus. Ne? Greift auch geiler an. Macht die Sachen generell geiler. Stärker an sich ist er jetzt nicht. Ja, also der ist genau, also Schaden her schon, aber ich meine mit große Unterschiede zu dem alten, außer Schaden und Leben und das natürlich, was so kommt. Ich, also ich spuckt immer noch, sagen wir jetzt mal, auf die genaue Geschwindigkeit, wir können sogar sehen, er macht über 1000 Schaden. Normal Shark Fin bekommen. Ja, wir haben sogar, nein, nicht auf Upgrade. Demnächst werden wir auch übrigens die Titan Cat upgraden, nur damit ihr Bescheid wisst. Wir haben bei Treasure jetzt bei China diese bekommen. Ich werde noch AFK morgen früh das noch alles, also versuchen so viel wie möglich zu machen. Und abends beginnen wir dann mit, wie heißt es, Moon Level. Weil Moon braucht 50 Energy, deswegen gucke ich, dass ich es noch mache. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge Battle Cats gefallen. Gebt einen Daumen hoch dafür mehr Battle Cats. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke, wenn ihr keine Videos verpassen wollt. Nächstes Mal starten wir mit dem Moon Level rein. Das wird auch das einzigste wahrscheinlich sein, weil das sehr lange braucht. Und ich habe noch einen TikTok-Kanal, wenn ihr es auschecken wollt. Patrick Fritz. Den Namen findet ihr nochmal in der Beschreibung. Bis nächstes Mal und ciao, Leute.